So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Oh, das machen wir mal leise. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und guckt euch mal das Wetter an. Das Wetter ist total herrlich. Ich befinde mich gerade hier in Hildburghausen auf dem Marktplatz beim Marktbrunnen. Und guckt euch mal den Brunnen an, wie schön das Wasser aussieht. Sieht ja aus wie bei Auf die Dicken, dass du da gleich reinhopst. Was mir noch aufgefallen ist, da liegt so viel Kohle drin mittlerweile. Wahrscheinlich denken die Leute, das ist ein Wunschbrunnen, da wirfst du die Kohle rein. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? 20 Cent, 20 Cent, 10 Cent, 50 Cent, da hinten überall alles voll. Da liegt so viel Kohle drin. Ich hoffe, man erkennt das. Ich glaube, wenn du das alles rausholst, kannst du dir einen ganzen Kasten Bier holen. Auf jeden Fall hat heute das Luftabenteuer begonnen ab 10 Uhr. Pikachu mit fliegenden Ballons fliegen durch die Gegend, sehen lustig aus. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Pikachu von allen. Und Megalatias und Megalatios sind jetzt erstmalig in den Raids und die Raid-Eier sehen richtig brutal aus. Guckt euch das mal im Spiel an. Ich gehe mal kurz hier drauf. Da ist nämlich jetzt ein Ei. Das wollen wir jetzt als Community-Raid 11.29 Uhr machen. Bob's Rob wird auch vor Ort sein, hat er gesagt. Guck ich mal, ob der dann da hinten ist. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Ei drauf gehe, das sieht aus wie eine Mischung aus Mega-Raid und legendärem Raid, weil es nämlich genau das ist. Soll angeblich richtig brutal sein. Wen wir alles einladen, jetzt sage ich euch gleich. Dazu setze ich mich aber mal kurz hier hin, damit ich euch auf YouTube die Leute vorlesen kann. So, bitteschön. Müssen eh gleich noch dahinter, aber hier vorne ist so super Wetter. Deswegen gehen wir jetzt mal hier auf YouTube. Wer hat sich alles eingetragen? Wer macht alles mit beim Community Raid? Falls einer nicht angenommen hat und ich einen nicht mitnehmen kann, versuche ich mir dem Hauptaccount noch das 123-Kit einzuladen. Der ist nämlich als letztes dann da gewesen. Hier auch die Raid-Boss-Übersicht für die Woche. Sehr sporadisch hier. Glurak, Lapras, Togekiss und die zwei Mega-Raids. Was? Keine Einer, keine Dreier. Ja gut, drei Dreier meine ich. Auf jeden Fall. Was werdet ihr raiden? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen jetzt mal hier hin, haben 16 Kommentare. Da weiß ich schon wieder, dass die Leute halt nicht gucken, wie viele drinstehen, weil die ersten 10 werden ja nur mitgenommen. Jetzt haben sich wieder 1000 Leute eingetragen. Wir haben auf dem ersten Handy Dolepi, Henry Niki, Trainer Sir Abs, Blood and Tears und Genaya. Und auf dem zweiten dann Rip Gilo, Matzofix, Kuli hat keine Zeit, Urinalbecken, Jan von Smile und George zockt. Trotzdem, Grüße gehen raus an den Rest. Hier hat Carsten, 123 Kid, Schnitzelmann, DJ Rock. Falls jemand abspringt, wir haben ja schon den Springer gefunden. Der Bierschanger hat ein neues Bild drin. Guckt euch das mal an. Oh, wie süß. Glurak Trainer lese ich, glaube ich, auch das allererste Mal. Ja, wir rennen jetzt hier rüber. Ihr könntet natürlich jetzt einen Mega Gengar nehmen. Mega entwickeln mit Geistattacken, Spukball, irgendwas dran. Ihr könnt Drachenangreifer nehmen, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ihr nehmt. Ich werde einfach mal gucken, was es vorschlägt. Vielleicht damit kämpfen. Ich wechsle jetzt noch zum Dino. Und dann schauen wir mal, wie stark der wirklich ist. Denn gestern haben schon viele gesagt, mit 8, 9 Leuten war es trotzdem richtig knapp, dass sie den überhaupt bezwingen konnten. Obwohl die Mega-Raids ja leichter werden sollten, ist es ein Mega. Legendärer Mega-Raid. So rum. Sind wir mal gespannt. Wir sehen uns gleich wieder am Dino, wenn wir in den Raid gehen. So, wie ihr gesehen habt, habe ich mir gerade ein Bierchen aufgemacht. Ich habe die Nase schon wieder voll. Nichts funktioniert. Da liest du die Leute vor, alle, die du einladen willst. Dann setzt du dich hin, dann fragst du, wo ist der Bobse Rob? Weil der hat gesagt, ja, er macht auch mit. Ich habe gesagt, ich kann aber nicht einladen, du kannst doch keinen Fanraid machen. Ja, nee, alles klar, ich bin vor Ort, hat er gesagt. Und er war nicht vor Ort. Ich habe fünfmal noch gefragt, wo bist du, wo bist du? Er war nicht vor Ort, obwohl er noch geschrieben hat. Ja, nee, bin da, bin unsichtbar. Ich renne da hin und her, ich laufe zum Dino, ich renne zurück, ich gucke so, wo ist der denn? Ich muss ihm doch den Gruppencode sagen, der kommt doch nicht rein, mein Gott. Jetzt bin ich da rumgerannt, dann war es schon halb, eine Minute später, die Glocke gebimmelt. Oh, da musste ich schnell mich hinsetzen, bin wieder zum Brunnen, habe mich da hingesetzt an den Brunnen. Habe im Brunnen
fix die Leute eingeladen. Es waren auch alle 13 drin, die 10 Eingeladenen plus mir. Jetzt hatte ich aufgemacht. Nachdem ich aufgemacht habe, ist der Hannes auch noch reingekommen. Da waren noch zwei Fremde mit drin. Also hat eigentlich alles geklappt. Bob Sirup war nicht drin. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht passt. Dann habe ich gesehen, ich habe die Bildschirmaufnahme vergessen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit geradet und gelabert und gemacht. Aber die Bildschirmaufnahme ist nicht da. Ich könnte euch, also hätte ich das jetzt einfach hochgeladen, hätte ich gar kein Video, theoretisch. Nur den ersten Teil. Also soll ich es hochladen, ohne Bildmaterial. Oder suche ich mir einen neuen Raid. Und jetzt habe ich mir natürlich einen neuen Raid gesucht, weil zufälligerweise an der Apostelkirche einer aufgeht. Und damit der Ärger nicht so groß ist, hat man sich jetzt kurz mal im Rewe eine Abkühlung geholt. Ich kann nur so viel sagen, das kann ich auch gleich einblenden. In dem Raid vorhin gab es ein Shiny. Hier ist ein rotes, hier ist ein oranges. Das ist also normal. Und das ist das Shiny, wenn man das erkennt. Wir können nochmal so und so machen, damit ihr nochmal seht, wie das Shiny glitzert. Bam! Shiny auf dem Kleinen. Es war ja Latias, da gab es ein Shiny. Ein oranges auf dem linken kleinen Account. Und der große Account hat wieder mal das Schlechteste gehabt. Von den drei Handys hat er das Schlechteste gehabt. Trotzdem gab es ein Shiny, es gab 200 Mega-Energie. Und wir waren 16 Leute dann insgesamt, also die 13 plus drei Fremde. Und haben ca. 100 Sekunden gebraucht, den niederzuprügeln. Jetzt bin ich mal gespannt, ich habe den zweiten Community Raid gepostet. Ob das wieder derselbe ist, ob das jetzt der andere ist. Und dann muss ich wahrscheinlich den jetzt vom zweiten Video nehmen, den wir dann abends bei Raids für Zuschauer machen. Verstehst du? Gut. Ich gucke jetzt mal, wer das alles ist. Dann laden wir die alle ein. Obwohl, auch wenn ich eh schon hier stehe. Ah. Gehen wir einfach mal hier drauf und schauen kurz mal. Wir machen mal die Bildschirmaufnahme an und schauen ganz kurz, wer sich eingetragen hat. Ich glaube aber, hier drüben bleibe ich nicht stehen. Oh. Ich denke mal, ich werde dann rübergehen zum Stadtwappen, weil da kannst du das besser ablegen, dann sieht das einfach besser aus. Haben jetzt hier 12.39 Uhr, Mega Latias, Mega Latios, was auch immer. Henry Niki, Shinaya, Albert Giant, Fanraid Go AMK, Hikaru sind 5 auf dem einen. 1 Zidane Malos, Pius, 123 Kid, Shiny Box, Borki sind 5 auf dem anderen. Das ist alles. Vor 19 Sekunden der letzte eingetragen. Wer sich jetzt noch einträgt, kommt zu spät, hat Pech. Ich weiß, das wird nicht immer richtig angezeigt. Wenn ihr aber hier drauf geht und ihr seht schon, da steht 10 Kommentare und ihr seht nur einen, gehe ich immer hier oben rechts auf diese Zeichen drauf und da kann ich auswählen zwischen Top-Kommentare oder Neueste. Ich muss sowieso immer auf Neueste, damit ich die Reihenfolge wirklich habe, wer zuerst sich eingetragen hat und wer danach kam, damit ich wirklich die ersten 10 nehme. Also wenn ihr euch mal unsicher seid, ob ihr unter den ersten 10 seid, drückt auf Neueste Kommentare. Das sind jetzt alle, die werde ich jetzt adden, die werde ich jetzt einladen dann gleich, aber ich werde wahrscheinlich dann da drüben stehen und dann werden wir da den Raid machen und bis dahin, oh, Peace out, Vorhaut, euer Dosenbier. So, da der erste Community Raid nicht so stattgefunden hat, wie ich das gern hätte, beziehungsweise jetzt die Videoaufnahme fehlt, habe ich mir gedacht, wir posten einen zweiten und wir fragen direkt mal Daniel Schilling an, ob der vielleicht Bock hat, beim zweiten Raid mitzumachen. Sind jetzt auch bei hier vor der Wohnung, ne? Da seht ihr das. Schilling. Da werden wir jetzt gleich mal klingeln, werden wir fragen, ob er Zeit hat, ob er Bock hat mitzumachen und sehen uns dann gleich im zweiten Community Raid, was dann der erste ist für das Video. Wenn ihr denkt, diese Geschichte ist wahr, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. So, wir stehen jetzt hier mitten in Budapest auf dem Marktplatz. Ne? Wir gucken mal kurz nochmal hier rein. Auf dem zweiten Account habe ich jetzt nur Zidane Malos, Pius und Borki. Das heißt, wer hat jetzt nicht angenommen? Ich habe es eigentlich gerade noch gehabt, aber mich lenkt das gerade total ab. Es hat, der Shiny Box hat nicht angenommen. Und
1-2-3-Kit. 1-2-3-Kit und Shiny Box haben nicht angenommen. Da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Wir machen wieder private Gruppe. Geben hier Gruppencode ein. Das ist dann hier grün. Katze Smet. Go. Laden auf beiden ein. Alba, Hikaru, Heiko, Henry, Jenna, Zidane, Pius, Borki. Versuchen hier mit dem Großen jetzt reinzugehen. Vielleicht können wir den Lost Lift noch einladen. Ich drücke jetzt mal hier drauf auf private Gruppe. Bam. Gebe jetzt auch den Gruppencode ein. Grün, Katze, Smet. Weil der Lost Lift war traurig, dass er es erst gesehen hat, als schon alles vorbei war. Ich gucke jetzt einfach mal, ob Lost Lift online ist. Lost Lift? Schicke ich einfach mal raus. Egal, ob der das jetzt sieht oder nicht. Und wir können auch noch den Herrn Schilling probieren, wenn wir DA eingeben. Der Herr Daniel Schilling ist auch gerade online. Den werden wir auch mal einladen. Wie viel müssen wir dann sein? Vorhin waren wir 13. Müssen wir jetzt also 11 sein, durch die zwei, die fehlen. Das heißt automatisch, ich mache es jetzt hier mal auf. Ich hoffe, das passt. Müsste passen, zwei fehlen, also 11. Jetzt sind es 12. Ich muss gucken, wer hier dabei ist. Daniel Schilling ist in der Lobby. Bobse, Rob und Zogomon sind jetzt auch drin, dadurch, dass ich sie aufgemacht habe. Vorhin hat es ja nicht geklappt auf dem Markt. Jetzt stehen wir hier. Da klappt es wohl doch. Jetzt sind also beide auf jeden Fall drin. Palkia Rauler kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ramdusch auch drin. Erki Hai, also die Heike, ist auch drin. Lost Lift hat jetzt wahrscheinlich nicht geklappt. Wir sind jetzt 18 Mann. Ich glaube, ich werde einfach das Team wieder so lassen, wie es ist. Also, ich habe vorhin die ganze Zeit auch gepredigt, was ihr nehmen könnt. Natürlich Mega Gengar wäre ganz interessant. Mit Geistattacken, Spukball und solchen Sachen. Und bei mir hat es vorhin die ganze Zeit mit Skelabra gekämpft. Weil Skelabra hat ja auch Geistattacken, hat auch Spukball dabei. Ihr könnt natürlich auch Drachen nehmen, aber ihr wisst ja, wenn ihr Drachen nehmt, es ist auch ein Drache. Drache gegen Drache ist effektiv, also ihr werdet viel schneller umfallen, als wenn ihr was anderes nehmt. Gleichzeitig macht ihr aber auch viel mehr Schaden. Wir hauen jetzt hier einfach mal drauf. Das ist wieder ein Latias und das passt. Vorhin war es nämlich Latias. Jetzt ist es auch Latias, das heißt, es ist heute der Latias Community Raid. Und deshalb wird es heute Abend auch Latias Raids für Zuschauer geben. Latios hat gar keine Chance gehabt. Obwohl Latios eigentlich das ist, was ich lieber habe, da das eben mehr WP erreicht, da das mehr Angriff hat. Latios hat halt mehr Verteidigung, das ist das Rote. Latios ist das Blaue, was mehr Angriff hat, was auf 5600 oder irgendwas kommt. Wir haben vorhin ca. 100 Sekunden gebraucht, habe ich ja auch schon erwähnt. Jetzt sieht es auch gut aus. Ich denke mal so nach 90 Sekunden oder so. Oder nach 80 sogar. Nach 80. Wir sind jetzt ja auch mehr Leute. Wir waren vorhin 16, wir sind jetzt 18. Wir sind also zwei Leute mehr. Das wird jetzt alles wieder schrumpfen. Dann machen wir mal den Shiny-Check wieder auf dem kleinen Account. Vorhin links der gelegen hat, hat ein Shiny bekommen. Ein oranges. Statt rot war es orange. Das Blaue wird dann grün, aber beide in der Mega-Entwicklung sehen halt einfach blau aus. Beziehungsweise wenn sie shiny entwickelt werden, sehen sie halt beide grün aus. Hier habe ich 1949 drauf, da habe ich 1979 drauf. Zidane, Malos, letzter Angriff, Pius, Stylish, Hikaru, Starläufer, geballte Ladung. Fanraid Go AMK, Daniel Schilling, Mega Meister, hat ein Hundeborn mitgebracht. Der Bildschirm ist so dunkel, ich erkenne einfach überhaupt nichts. Ich müsste jetzt mal hier höher stellen und ich erkenne immer noch nichts. Jetzt Shiny Check auf dem Großen. Ist kein Shiny, ist es ein gutes. 1981 und damit ist es das Beste aus der Runde. Das heißt, wir können die Kleinen alle wegpacken. Wir nehmen euch jetzt mal hier rüber. Versuchen den jetzt mal zu fangen.
Vorhin beim Community Raid war der Große das Schlechteste aus der Runde. Jetzt ist es das Beste aus der Runde. Wir haben vorhin auch den Kreis eingestellt, sodass wir immer einfach fabelhaft treffen können. Das werden wir jetzt auch einfach probieren. Der Kreis dürfte so reichen, auch wenn wir jetzt daneben geworfen haben, ist der Kreis erstmal eingestellt. Und ich habe vorhin immer unten geworfen, ich habe vorhin auch oben geworfen. Kommt drauf an, eigentlich lässt sich beides gut treffen. Kreis nicht mehr verstellen, Kreis bleibt so wie er ist. Jetzt immer nur warten, bis er angreift. Und wenn er angreift, in den Angriff einfach reinwerfen. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, dafür geht er mal hoch, mal runter. Jetzt greift er gerade an, wir curven, das war ein bisschen zu schwach. Da kann auch ein bisschen mehr Bums dahinter sein, dass der Ball halt höher fliegt oder weiter fliegt, je nachdem. Ich weiß leider die WP nicht, die er eigentlich haben muss. Jetzt war er unten, jetzt waren wir wahrscheinlich zu grob. Das hätte jetzt leichter sein müssen. Also warten, ganz geduldig, bis er angreift. Vor allem haben wir nur noch 9 Bälle. Das heißt, wir haben insgesamt nur 11 Bälle gehabt. Bin das sonst gewohnt hier mit irgendwie 18 Bällen, 21 Bällen, irgendwas. Jetzt nur 11 Bälle, das ist auf jeden Fall nicht viel. Ist auch jetzt nicht drin. Diesmal hat es gepasst, aber von der Entfernung her und der Kraft 1981. Das könnte vielleicht sogar was Gutes sein. Ich hatte vorhin irgendwas 1931 oder so. Von 31 bis 81 ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich habe es vorhin aber leider nicht bewertet. Es ist jetzt auch drin. Es ist drin. Wir werden es jetzt bewerten und es ist... Ja gut, es ist schlecht, egal. Wie schlecht war dann das andere? Das hat ja gerade mal 13, 13, 15. Aber wieder 200 Mega-Energie, das heißt, wir haben jetzt schon 400 Mega-Energie zusammen. Wir könnten schon eins bewerten. Wir gehen mal hier auf das andere Latias. 11, 10, 10. Das ist das zweitschlechteste. 10, 10, 10 wäre das schlechteste mit 67%. Das hat wenigstens 69%. Also das war trotzdem nichts. Jetzt habe ich wenigstens ein Video zusammengeschustert für den Community Raid mit Spieletrend. Und ja, nochmal die Frage natürlich, habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein Gutes bekommen? Wie findet ihr die Mega Raids, die legendären? Habt ihr Bock heute Abend Mega Latias Raids für Zuschauer? Wir kümmern uns erst um den Roten. Wenn die XL voll sind, dann gibt es den Blauen. Beziehungsweise würde also heute Abend 18 Uhr der Rode geradet werden und dafür am Donnerstag dann der Blaue. Samstag, Sonntag müssen wir nochmal gucken, ob wir da wieder zuerst den Roten, dann den Blauen machen. Vielleicht lassen wir da aber auch nochmal abstimmen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.